spiele ich No Man's Sky, und zwar allein. No Man's Sky ist ein Erkundungsspiel in einem riesigen Spieleuniversum von 18 Trillionen Planeten. Eigentlich ist No Man's Sky ein Online-Multiplayer-Spiel, welches aber so groß ist, dass es zum Einzelspieler-Game wird. Ich will rausfinden, was macht Einsamkeit mit mir und wofür ist sie gut? Das Ziel des Spieles soll sein, dass man die Mitte der Galaxie erreicht. Also das Einzige, was mir in diesem Spiel bleibt, ist mein Schiff. Und das ist irgendwie zwar beruhigend, dass ich etwas habe, wo ich mich zurückziehen kann, wo drin es mir gut geht, aber es ist auch irgendwie echt seltsam, niemanden zu haben, mit dem ich irgendwie interagiere. Es gibt ja nicht wirklich irgendeinen Bordcomputer, der mir irgendwas erzählt. If we look at the recent space work that was done by my French colleague and friend Thomas Pesquet, where he was working almost for 5 hours alone on one side of the space station, I mean, you feel lonely and isolated because you know that you have to count only on yourself. Your buddy is far away, can come to help, but it will take time before he's coming, and you have to make sure that you make, you do exactly what is the right thing to do. Dieses Spiel vermittelt schon ganz gut, wie klein wir sind. Also wir haben hier wahnsinnig viele Planeten um uns herum, die ich alle noch nicht entdeckt habe, wo ich nicht weiß, was auf mich wartet, wenn ich lande. Und das ist auch irgendwo gruselig. Im Prinzip sind wir Menschen ja wirklich so gebaut, dass wir immer mehr entdecken wollen, dass wir nicht mit dem zufrieden sind, was wir haben. Wir wollen immer schauen, was es noch gibt, was für Optionen es noch gibt. Und ich denke, dieses Spiel ist auch eine Möglichkeit, so diese Entdeckerlust irgendwo zu befriedigen. Wir Menschen, die Menschheit, die bricht ja auch auf in die Galaxie, ins Universum, um zu sehen, ob es da noch was anderes gibt. Gerade das Spiel No Man's Sky ist eins, das eigentlich für jeden Spieler anders ist. Ich habe zwar eine gigantische Welt, in der ich mich als Entdecker, Entdeckertum und Einsamkeit geht auch ganz gut miteinander einher, bewege, aber ich kann mich ganz schlecht mit anderen darüber austauschen. Im Prinzip ist No Man's Sky ein Erlebnis von jedem Spieler in seiner eigenen Handlung. Der Film ist eine Inszenierung und die hat natürlich insbesondere durch den Regisseur eine Intention und der Zuschauer genießt oder auch durchleidet diese Inszenierung, muss das aushalten. Und wenn wir bei Stalker beispielsweise, haben wir ein ähnliches Element drin wie bei Kubricks 2001. Das heißt also, der Regisseur konfrontiert seinen Betrachter mit ganz, ganz viel Stille. Das ist auf der einen Seite etwas, das Sehgewohnheit anspricht und auch natürlich Sehgewohnheit provoziert. Halte ich das aus überhaupt auf diese Art und Weise? Der Spieler würde wahrscheinlich an vielen Stellen, wenn denn der Film interaktiv wäre, weiterklicken. Es sei denn, er will es bewusst so haben. Und insofern unterscheiden sich diese beiden Medien relativ stark auf dieser Interaktionsebene. Wenn man es in der Intention der Produzenten benutzt, gibt es bestimmt auch Parallelen. Und beispielsweise dieses, ne, ich alleine in einer Welt, die es zu entdecken gilt. Und dieses Entdeckertum ist, glaube ich, da ein wichtiges Stichwort. Ich meine, wir Menschen sind irgendwo ja auch alleine. Wir sind natürlich unter uns, wir haben uns. Aber außerhalb der Erde, da ist ja nichts. Da ist niemand anderes. In loneliness, you have to get confidence in your skills. And this can happen when you go on EVA, on spacewalk outside, where you can feel that you are alone. You have this is good by some aspect that you have to concentrate on yourself and to stay focused on the tasks that you have to do. Durch Einsamkeit kann ich also auftanken, wenn ich sie selbst gewählt habe. Einsamkeit kann aber auch dazu führen, dass schwere Gedanken sich ausdehnen. Oft ist gerade in Computerspielen die Isolation oder Einsamkeit allerdings nicht selbst gewählt. So zum Beispiel im Indie-Spiel Limbo. Hier ist die Spielfigur allein in einem finsteren Wald. Sie versucht zu entkommen und wir versuchen ihr dabei zu helfen. Umso länger man im Spiel ist, umso beklemmender wird es. Ein wunderschöner Albtraum.
Die Hoffnung, die ich habe hier in dem Spiel, ist natürlich, dass der Junge überlebt. So, ich bin in einem gefährlichen Wald, da sind ganz viele Gefahren und ich muss denen ausweichen und ich muss dafür sorgen, dass ich, die Spielfigur, heile ans Ende dieser Welt komme. Man müsste unterscheiden zwischen der vorübergehenden Entfernung von den anderen und der sozialen Isolation. Die vorübergehende Entfernung von den anderen bedeutet immer einen Ressourcengewinn. Also ich habe plötzlich Zeit zu denken, mich selbst zu reflektieren und vielleicht auch meine Gefühle zu regulieren, ja, mich zu beruhigen vom emotionalen Stress, den die anderen mehr für mich bedeuten. Während die soziale Isolation immer einen Ressourcenmangel bedeutet. Also mir fehlt die Anerkennung der anderen, mir fehlt die Berührung der anderen, die Hilfe der anderen, dass jemand anders etwas anstößt für mich, mach doch mal das oder denk doch mal so, und ist verbunden mit Angst, mit Verlorenheitsgefühlen und damit wiederum mit der Schwierigkeit zu handeln in dieser Angst. Ja, es ist also ein ganz starker Mangel von Ressourcen. Einsamkeit im Spiel ist ja häufig eine, die inszeniert ist. Das heißt also, der Spielproduzent möchte mich ein bisschen hineinführen, er möchte mir ein Gefühl geben, er möchte mich vielleicht in Ohnmacht versetzen oder sonst irgendwas in der Art. Und es ist natürlich dann eigentlich keine echte Einsamkeit, sondern es ist quasi die Handlungsaufforderung für eine Aktion. Die Einsamkeit in diesem Spiel wird hier wirklich durch die Reduktion der Umwelt hervorgerufen, dass man wirklich hier so eine scherenschnittartige Grafik hat und das einzig Emotionale in dieser Welt ist halt der kleine Junge mit den leuchtenden Augen. Und deswegen ist es, glaube ich, besonders wichtig, den Heiler ans Ziel zu bekommen. Ich glaube, dass Spieler, die gerne Einsamkeit im Spiel auch erleben oder auch aushalten, Spieler sind, die einen Fokus auf Narration legen, also die gerne Geschichte erleben und sich in diese Gefühlswelt auch gerne hineinbegeben. Oder auch Spieler, die gerne Horrorspiele spielen, weil Horror oftmals davon lebt, dass man erstmal Spannung aufbaut und nicht einen Kracher nach der anderen bekommt. In Limbo fühle ich mich durch die Einsamkeit der Hauptfigur mit ihr verbunden. Ich will ihr helfen, suche den Ausgang und den Ausweg aus einer düsteren Welt. Eines der eindrucksvollsten Spiele der letzten Jahre war Shadow of the Colossus. Eine atemberaubende Spielewelt, in der man stundenlang alleine unterwegs ist und es gerade mal 16 Gegner gibt. Wenn man sich drauf einlässt, ein einzigartiges Erlebnis. Ja, also wenn ich die Sehnsucht habe nach dem Alleinsein, dann erfüllt es natürlich in gewissem Sinne meine Sehnsucht, wenn dieses Alleinsein dann auch im Spiel vorhanden ist. Ja. Ganz interessant ist, dass die Gegenwart von anderen immer zeitstrukturiert. Also wenn ein anderer auftaucht, dann zwingt er mich zum Beispiel zu hüpfen, er zwingt mich auf ihn zu reagieren, auf ihn zu schießen, ihm auszuweichen. Während wenn es in einem Spiel keine anderen gibt, ist die Zeit unter Umständen unstrukturiert. Das heißt, ich kann plötzlich selbst wählen, wie lange ich mich irgendwo aufhalte. Und ich kann die Zeit einfach verstreichen lassen. Ich bin also nicht permanent unter Zeitdruck durch eine andere Figur, ein Monster oder einen Gegenspieler, der auftaucht. Die Gegner sind wahnsinnig wichtig für das Spiel. Ich meine, ohne die Gegner hätte man gar nichts anderes in diesem Spiel, außer sich selbst und sein Pferd. Wenn man sich jetzt überlegt, ob die Third-Person- oder die First-Person-Perspektive einsamer ist, würde ich sagen, dass je mehr man von seiner Umwelt mitbekommt, desto deutlicher wird einem der Umstand der Einsamkeit. Und ich muss halt natürlich bis ganz nach oben, weil die verletzliche Stelle des Kolosses halt einfach hier oben ist. Und das ist so ein Moment, wo ich so komplett auf mich alleine gestellt bin. Ich habe keinen Weggefährten, der mir helfen kann, der den Koloss von unten ablenkt, während ich versuche, ihn von oben zu schwächen. Also
Der Held, wie gesagt, in dieser Heldenreise verändert sich permanent, wird aufgefordert, sich zu verändern. Und er wird nicht nur mit anderen Elementen, also mit Antagonisten konfrontiert, sondern er wird meistens auch mit sich selbst konfrontiert. Und das führt natürlich häufig dazu, dass er quasi einmal mit sich allein sein muss, dass er einsam sein muss, um sich selbst in diesem Spiegelbild, wenn man so möchte, auch zu erkennen. Und das ist natürlich dann das elementare Element, um zu sagen, okay, hier muss ich einen Schritt weitergehen, hier muss ich aus dieser Einsamkeit heraus mich modifizieren, um ein anderer zu werden. Das heißt natürlich nicht, dass es eine komplett andere Person ist, sondern lediglich, dass ich mich entwickelt habe. Die Aussage, every gamer is an island, stimmt also auf eine ganz besondere Weise. Spiele nutzen Einsamkeit nicht zufällig, sondern als Aufforderung. Ob nun im riesigen virtuellen Weltraum, in einer verlassenen Fantasy-Landschaft oder als kleine Spielfigur in einem grauschwarzen Fiebertraum. Die Einsamkeit fordert eine Begegnung mit uns selbst. So können Games Einsamkeit nutzen, um unseren Blick zu öffnen. Was ist uns wichtig? Worauf kommt es uns an? Wer wollen wir sein? Oder spielen wir das nächste Mal lieber wieder mit Freunden einen Multiplayer, statt allein die Galaxis zu erforschen? Das Gute, zurück in die Einsamkeit können wir in Games immer.